Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. To Dillian. To his soul. It won't open. How will she get through? Why won't it open? Why can't she open it? She needs to challenge the gods. She has to fight two gods first. Two gods? Ooh. Two gates. Which will she choose first? One of them will kill her, I know it. She's going to die. Which one will she challenge first? Be very careful, Senua. Choose a gate, Senua. Two gates. Feuer. She's too scared. Which? Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. Okay. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Gut, also müssen wir den Valravn töten und danach den Herr des Gottes Feuers. Das wird eine Herausforderung, glaube ich. Gut, wir haben uns gerade nicht wirklich ganz so dumm angestellt, aber trotzdem. Aber ich glaube, es war, glaube ich, eher, das musste so sein, ne? Damit wir wissen, was Sache ist, glaube ich. Okay. Ymir was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice, Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had three sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the All-Father. Okay. Odin war der Sohn eines Riesen, okay. Oh. Oh Mann, wir werden gleich voll auf die Fresse kriegen. Aber dürfen wir nicht. Wenn wir dann versagen wir, dann scheitern wir. Wir dürfen nicht scheitern. Wir haben schon genug Probleme. Okay. Wir gucken erstmal kurz hier ums Eck. Lässt sich die Brücke irgendwie öffnen? Und wenn ja, wie kommen wir da hin? Ah, ne, wir kommen da nirgendwo hin. Okay, wir müssen uns erst im Kampf stellen. Gut. Dann stellen wir uns jetzt diesem Kampf. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Vertraue deinen Augen nicht. She did it! She did it! She did it!
Das finde ich interessant, dass sie auch so hier mit... So, mach dies, mach das. Ich wäre auch selbst drauf gekommen, aber trotzdem. Ah, okay, ich verstehe. Von welcher Seite soll ich durchgehen? Wir wollen alles wissen, aber wenn wir es dann wissen, ne, dann möchten wir es dann doch lieber nicht mehr wissen. Es wird dunkel. Okay, wir dürfen keine Angst haben. Das sagst du so leicht. Aber das wird nicht gut enden. Ich habe kein gutes Gefühl. Kein gutes. This is the price she pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it can see you too. Oh ja. Lange noch in ein tiefes Loch schaut, schaut das Loch auch in dich, ne? Das sieht aus, als würde ja gleich der Kampf stattfinden. Hier ist nämlich viel Platz. Kann ich denn nicht zur Seite weglaufen? It's nearly over. Billy, don't let them get behind you. Keep them in sight. Ich kann nicht schnell zur Seite weglaufen. Wenn ich jetzt Shift drücke, dann greift sie an. Ah, verstehe. You won.
Alter. Boah. The Northmen will not stop her. She will find what she's looking for. Okay, also das hier funktioniert nicht in einem Kampf. Sobald man nämlich Shift drückt, stürmt sie nach vorne. Okay. Muss man wissen? Weiß ich jetzt. So, und jetzt können wir hier rein. Hallo? Mach die auf. Oh nein. Aber das war ja nur ein Vorgeplänkel. Jetzt kommt die richtige Aufgabe, glaube ich, ne? Valravn's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Truth. Look how much has changed. Wo ist dieses Zeichen? Seine Kraft kommt von den Raben. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravn. Align the... Wir können es füllen. Wir haben das Tor geöffnet. So, dann stellen wir uns jetzt mal dem großen Bubi. Zu sein, stelle ich mir auch sehr, sehr anstrengend vor. Okay, hier ist ein Tor. Können wir irgendwas machen? Ne, das ist zu. Das Tor ist zu. Hier waren wir auch noch nicht. Warte, jetzt gucken wir uns auch noch eben an. Das Gebilde hier in der Mitte. Wie kommt man da hoch? Gar nicht. Okay, dann bewegen wir uns jetzt zu ihm, ne? Zu Valravn. Ravens.
wie komme ich denn da hoch? Ich müsste da oben hoch, um das in eine Linie zu bringen. I hear something. If you hear the song of Raven, follow it and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't always trust your eyes. You can't trust your eyes. Ich muss da oben hoch. Ich muss da hoch, um das in eine Linie zu bringen. Okay, ich kann nicht hochspringen. Kann ich jetzt hier raus? Nee. Ich muss irgendwo hoch. Ich kann aber meinen Augen nicht vertrauen. Wo denn da? Geht den Baumstamm nicht hoch. Okay. Wo muss ich hin? Hier macht sie nichts. Ah, habe ich das jetzt verloren? Muss ich nochmal neu fokussieren? Weil ich wieder rausgegangen bin, ne? Oh, warte, don't trust your eyes, warte mal. Na, ich hätte gedacht, vielleicht von dieser Seite, aber... Nee. Ich muss von der anderen Seite ran. Ich muss irgendwie da oben hoch.
Okay, hier kann ich nicht hoch. Okay, es ist nichts mit Springen und Machen und Tun. Okay. Trust your eyes. Alter, das ist wow. Du hast voll den Kollaps hier. Ist sie lost? Nein. Last winter, before the tragedy, she journeyed into the wilds of her native land, living off berries, roots and rabbits. It's not uncommon, you see. We call such a person a gelt. Some like truth become gelt in search of penance. Others, like Senua. Those who make it back are forever changed. Gut, wir haben ihn verloren. Wo ist er hin? Wo müssen wir lang? Rein. Aber er ist da oben. Wie komme ich da oben hin? Ich muss da oben hin. Das muss ja einen Weg geben. Naja, von hier aus kann ich das nicht zusammenfügen. Wie komme ich da hin? Ich muss da hin. Ich bin zu weit weg. Hä? Was war das denn?
bin nicht dumm. She can get up now. She can get up now. What's happening? She can get up now. She can get up. It must be magic. Dark magic. A trick. Valravn. Tricking her. Valravn. How can she get up? Bait. It's him. Dark magic draws her closer. Valravn's magic. It's not him. He's helping her. It's not him. It's a trick. She's doing it on her own. He's not tricking her. It's magic. It's an illusion. Boah, das macht dich voll kirre, ne? Er war's, nein, sie war's. Ja, sie ist gar nicht dumm, ja. Aber dann komme ich auch darüber, ne? Okay. Kriege ich jetzt das Tor auf? Habe ich die ganze Zeit von der falschen Seite gedrückt? Natürlich. Aber wie komme ich da zu diesem einen... Warte mal, wo war das jetzt? Okay. So, dann haben wir das schon mal. Aber da ist noch so ein Erzählpunkt da, den will ich auch erreichen. Denn da jetzt hin? Es muss da einen Weg hingeben. Okay, wir können nirgendwo springen und nichts machen. Das ist... dahin. Wie sich das bewegt da, ne? Das ist voll krank. Wie komme ich da hin? Und warum? Hm. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Und da vertue ich mich da und das ist gar nichts, aber... Oder habe ich den Zugang einfach... Habe ich den Zugang einfach übersehen?
Da oben ein Balken. Das sieht aus, als könnte ich darüber lang balancieren. Jetzt bin ich wieder hier, aber ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch, verdammt. Na, jetzt bin ich auch mal völlig im Kreis gelaufen. Ne, ich komme leider nicht hin. Oder ich irre mich, dass das gar nichts... Gut, dann holen wir uns jetzt diesen bösen, bösen Valraven. Okay. Nur weil man die Bedrohung nicht sehen kann, heißt es nicht, sie ist noch nicht da.